Mein Name ist Markus Denz, ich bin Chefredakteur bei der Treasurer und bei Finance. Herzlich willkommen zu unserem Roundtable der Treasurer mit dem Fokus Cash Management. Wir hätten uns natürlich sehr, sehr gefreut, Sie in der Wolkenburg in Köln heute zu begrüßen. Wäre tolles Wetter gewesen, hätten wir sicherlich auch schön im Hof uns noch austauschen können. Derzeit ist das natürlich aus bekannten Gründen nicht möglich. Wir freuen uns umso mehr, dass wir in Zeiten der Krise es geschafft haben, auch mit unserem Mitveranstalter Swift einen neuen Weg zu finden, die Inhalte des Roundtables an Sie zu übermitteln, egal ob Sie an Ihrem regulären Arbeitsplatz oder im Homeoffice sind. Das ist für uns tatsächlich eine Premiere. Wir haben schon viele Webinare gemacht von der Treasurer aus, aber noch nie eine ganze Roundtable-Veranstaltung. Deswegen werden Sie es heute quasi aufeinanderfolgende Webinare sich einwählen können und dann die Inhalte hoffentlich mitnehmen und auch diskutieren. Sie sollten uns jetzt momentan alle hören können allerdings nicht direkt mit uns reden. Das Format soll dennoch interaktiv laufen. Auf der rechten Seite sollten Sie ein Chatfenster sehen. Da können Sie Fragen und Kommentare einbringen, die wir als Moderatoren dann gerne aufnehmen. Sollte es einfach aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein oder in dem Moment nicht ganz passen, dann notieren Sie auch gerne Ihre E-Mail-Adresse, dann könnten wir im Nachgang auf Sie zukommen. Außerdem werden wir regelmäßig TED-Umfragen nutzen und da gerne Ihre Einschätzungen, und Meinungen abholen. Also beteiligen Sie sich gerne. Unser Programm heute ist folgendermaßen: direkt im Anschluss, also Sie können direkt hier eingewählt bleiben, folgt unsere erste Diskussionsrunde. Da geht es um das Thema KYC-Register in der Praxis. Wir wissen, das ist ein Thema, das Sie, viele von Ihnen bewegt. Bin da sehr gespannt auf die Diskussion. Danach, da wählen Sie sich dann wieder neu ein. Das ist ein Praxisvortrag aus dem Treasury von Marquardt und Bahls, einem Hamburger Energieunternehmen. Da geht es um von der Pflicht zur Kür, Cash Management zukunftsfähig aufstellen. Klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Was in diesen Zeiten auch sehr wichtig bleibt, sehen wir an den verschiedenen Meldungen, die immer wieder kommen: Cyber Security und Treasury. Wie sehen Angriffsmuster aus? Wie werden Angriffsziele identifiziert? Wie können Erkennungs- und Abwehrstrategien aussehen? Das werden wir dann von Herrn Rheinländer von CGI hören. Und last but not least, wir schließen den Roundtable mit einem Praxisvortrag aus dem Treasury von SAP. Was neue Technologien für das Treasury leisten, erklärt uns dann Gerd Clevens. Er ist Head of Treasury Operations und Processes. Er wird auch etwas darauf eingehen, wie SAP mit dem Thema Corona umgegangen ist im Treasury-Team. Ich glaube, das ist ganz interessant für Sie, die ja auch sich alle mit diesen ungünstigen Rahmenbedingungen beschäftigen müssen. Ich bin mir sicher, dass es auch in den Vorträgen immer mal wieder um das Thema Corona-Krise gehen wird, aber das ist heute nicht der Hauptfokus. Also seien Sie gespannt, wie die anderen Unternehmen damit umgehen. Der Roundtable heute wird unterstützt von unserem Partner und Mitveranstalter Swift. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne einen Vertreter des Unternehmens übergeben. Er ist hier schon eingeblendet neben mir. Bitte begrüßen Sie Jürgen Marstadt. Bitte, Herr Marstadt. Prima. Vielen Dank, Herr Denz, für die freundliche Eröffnung. Ja, schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jürgen Marstadt. Ich bin bei Swift im Büro in Frankfurt für die Region Deutschland, Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. Momentan sitzen wir allerdings bedingt durch die Corona-Situation alle im Homeoffice. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen von meinem Zuhause mit Ihnen zusammengeschaltet. Ich freue mich in jedem Fall, Sie heute zu dem zweiten Cash Management Roundtable, den Swift gemeinsam mit der Redaktion der Treasurer veranstaltet, begrüßen zu dürfen und bedanke mich sehr, sehr für Ihre rege Teilnahme. Mein Dank gilt natürlich auch
dem gesamten Team der Treasurer-Redaktion, die diese virtuelle Veranstaltung ermöglichen, wie auch den Gastsprechern, die wir heute haben werden, die sich entsprechend heute zur Verfügung gestellt haben. Der eine oder andere von Ihnen wird sich noch an den Roundtable, den wir zum ersten Mal 2019, also vergangenes Jahr, veranstaltet haben, erinnern. Es war ein wirklich sehr schöner Tag, so sonnig wie es eigentlich heute ist, aber er war sehr, sehr heiß. Es war also ordentlich warm und das hat in Köln in der Wolkenburg stattgefunden. Leider können wir das in diesem Jahr bedingt durch diese Covid-19-Pandemie nicht durchführen. Ansonsten wären wir natürlich, hätten wir das sehr gerne gemacht, Sie persönlich in dieser wunderbaren Location wieder begrüßen zu können. Das Stichwort Covid-19, dazu kann ich Ihnen berichten, dass wir bei SWIFT als systemrelevante Infrastruktur bereits Ende Januar diesen Jahres eine Pandemie-Wiederherstellungsplan, der Teil unseres Business Continuity Frameworks ist, aktiviert haben. Mit diesem Wiederherstellungsplan wird eine Pandemieüberwachungsgruppe eingerichtet. Also diese Gruppe ist dann bei SWIFT entsprechend eingerichtet, die einem Lenkungsausschuss auf Führungsebene, einem sogenannten STIRCO, regelmäßig Aktualisierungen zur Verfügung stellt und bereitstellt. Dieses STIRCO überwacht die Reaktionen von SWIFT auf die Pandemie. SWIFT verfügt über umfassende Business Continuity Pläne für alle kritischen Services, mit denen wir in Krisensituationen rund um die Uhr den Betrieb sicherstellen können. Ich kann Ihnen versichern, dass alle kritischen Funktionen einschließlich Betrieb und Kundensupport rund um die Uhr weiter ganz normal funktionieren. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit den weltweiten Gesundheitsbehörden, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Zentren für Kontrolle und Prävention von Krankheiten, sowohl weltweit wie auch hier in Europa. Die Leitlinien dieser zuständigen nationalen Behörden der Gesundheitsorganisation werden dann entsprechend von SWIFT umgesetzt. Eine Konsequenz daraus ist, das sehen Sie auch, haben Sie gegebenenfalls vernommen, dass unsere jährliche stattfindende Cybos, die immer so um den Oktoberzeitraum hinweg stattfindet, für dieses Jahr abgesagt wurde und wir derzeit einen virtuellen Thought Leadership Event entwickeln und planen. Gemeinsam mit meinen hier anwesenden Kollegen freue ich mich deswegen umso mehr, dass wir heute diesen Roundtable wenigstens als virtuellen Event stattfinden lassen können. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, da Sie als Firmenkundensegment von uns ein wichtiges und strategisch wachsendes Kundensegment darstellen. Derzeit haben wir mehr als 2000 Firmenkunden an SWIFT angeschlossen. Diese Firmenkunden repräsentieren weit über 100.000 rechtliche Einheiten. Diese rechtlichen Einheiten profitieren von dem entsprechenden BIC und können somit Effizienzen nutzen, die ihnen das SWIFT-System ermöglicht. Ein Beispiel dieser Entwicklung ist das KYC-Register, das wir Ende letzten Jahres für Firmenkunden verfügbar gemacht haben. In der folgenden Diskussionsrunde wird Herr Jonathan Schlepfer von der Firma Würth gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Niemeyer das dann im Detail in der Praxis entsprechend berichten. Ich wünsche Ihnen nun eine interessante Veranstaltung und bedanke mich nochmals ausdrücklich bei unseren Gastgebern, die uns heute Nachmittag aus der Praxis berichten werden. Vielen Dank, Herr Marstadt. Danke auch für die Einordnung. Ich glaube, das war nochmal sehr interessant für die Teilnehmer zu hören, wie Swift mit dem ganzen Thema umgeht. Ja, Sie haben es schon gesagt, KYC-Register. Wir haben gesehen, wenn wir darüber geschrieben haben, dass immer ein sehr, sehr starkes Interesse seitens unserer Leser da war. Deswegen bin ich auch jetzt sehr gespannt auf die entsprechende Diskussionsrunde. Viele Treasurer ärgern sich mit dem Thema KYC herum. Und ich bin jetzt gespannt, sozusagen, welche Lösung oder wie Ihre Lösung da genau ausschaut. Das bespricht jetzt gleich meine Kollegin Desiree Backhaus, leitende Redakteurin bei der Treasurer, mit den Panelisten. Desiree ist uns per Telefon heute zugeschaltet und dann würde ich jetzt
direkt mal übergeben. Desiree. Ja, danke Markus für die Einleitung und hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute, wie gesagt, leider telefonisch dabei, wie es so oft ist in der Generalprobe. Läuft super, bei dem Live-Event gab es dann bei mir leider gerade kleine Schwierigkeiten, aber ich bin auf jeden Fall jetzt für Sie da und freue mich, die Runde hier moderieren zu können. Ja, es gibt in der Treasury Community, glaube ich, nur wenige Themen, bei denen man sich sicher sein kann, dass eigentlich jeder seine Anekdote dazu zu erzählen hat. Und Know Your Customer, kurz KYC, ist so ein Thema. Mal echauffiert sich ein Treasurer darüber, dass eine Bank in den Niederlanden noch seine private Stromrechnung sehen wollte, als Beleg dafür, dass er tatsächlich existiert. Dann klagt ein Unternehmen, dass die Kontoeröffnung in Indien mehrere Monate dauert, weil die Bank dort immer weitere Unterlagen nachfordert. Vielleicht haben viele von Ihnen ähnliche Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite klagen auch die Banken darüber, dass Regulatoren ständig neue Vorschriften erlassen und diese zum Teil auch so offen formulieren, dass sie unterschiedlich ausgelegt werden können. In einem herrscht an der Stelle dann aber doch Einigkeit, und zwar sowohl die Banken als auch die Unternehmen wünschen sich eine echte Entlastung, wenn es um KYC-Prozesse geht. Schon seit längerem gelten KYC-Register da als die vielversprechendste Lösung, weil Informationen nur einmal hochgeladen werden müssen und dann mit allen Banken geteilt werden können. Viele private Datenanbieter haben solche Register schon entwickelt, doch in der Breite durchgesetzt haben sich diese Angebote noch nicht so richtig. Und wie wir ja gerade schon gehört haben, hat jetzt vor wenigen Monaten auch SWIFT nachgezogen und sein KYC-Register im Korrespondenzbankengeschäft für Unternehmen ausgeweitet. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, das möchte ich jetzt gleich mit zwei Referenten diskutieren. Und als ersten Sprecher darf ich ganz herzlich den Senior Market Manager bei SWIFT begrüßen, der die Entwicklung des Registers mit begleitet hat und jetzt auch eine tragende Rolle in der Markteinführung hat. Herzlich willkommen, Sebastian Niemeyer. Herzlichen Dank. Der Großhändler Würth ist einer der ersten Konzerne, der das KYC-Register derzeit testet und auch künftig nutzen wird. Deshalb freuen wir uns sehr, dass uns auch ein Vertreter aus der in der Schweiz ansässigen Finanzierungsgesellschaft zugeschaltet ist. Er wird uns einen Einblick geben, warum Würth das Ganze unterstützt, was man sich davon erhofft. Ich darf ganz herzlich den Head of Treasury Operations von Würth Finance begrüßen. Herzlich willkommen, Jonathan Stepfer. Guten Nachmittag zusammen. Vielen Dank. Bevor wir dann loslegen, kurz noch der Hinweis, wenn Sie Herrn Niemeyer oder Herrn Stepfer Fragen stellen wollen, dann nutzen Sie bitte dafür einfach das Fragesymbol auf der rechten Seite. Dort können Sie die Fragen eingeben. Ich würde sie dann den beiden Herren stellen oder aber für die Q&A-Runde notieren, die wir im Anschluss an zwei kurze Präsentationen und ein Video dann für Sie vorbereitet haben. Ich würde gerne mal mit Ihnen starten. Ich habe eingangs ja geschildert, welche Herausforderungen das ein oder andere Unternehmen mit Blick auf KYC zu meistern hat. Wie läuft oder lief denn der KYC-Prozess bei Würth jetzt bis dato tatsächlich ab? Auf welche Herausforderungen sind Sie dabei gestoßen? Ja, Sie haben schon einige Punkte erwähnt, die ja auch bei uns relevant sind. Zu sagen, dass die Würth-Gruppe ja mit 400 Konzerngesellschaften, 80 Ländern und einem dezentralen Gebilde sehr viele Banken zu bedienen hat. Und da ist natürlich das Problem dann umso von größerer Tragweite. Und daher ist auch der aktuelle Prozess so, dass die lokalen Banken auf die lokalen Gesellschaften zugehen. Die beantworten dann die Fragen, die sie beantworten können. Aber meistens ist es am Thema Eigentümerstruktur, wirtschaftlicher Berechtigter, FATCA-Themen. Da sind dann die lokalen Gesellschaften überfordert, überfragt, haben auch die nötigen Dokumente gar nicht zur Hand. Und dann geht das dann zentral hoch Richtung zentrales Treasury oder zentrale Legal-Einheit. Und dann wird das dann mit den Banken verhandelt oder wird die Information zur Verfügung gestellt. Und jetzt aus unserer Sicht, aus Würth Finance Sicht, ist es natürlich so, dass wir immer mit der Eigentümerstruktur zu tun haben, mit dem wirtschaftlichen Berechtigten. Das ist immer die gleiche Information. Und wir müssen dann zum Teil derselben Bankengruppe in verschiedenen Ländern die gleiche Information wieder überreichen und das in Kadenzen, die teilweise jährlich sind oder zweijährlich. Und das ist halt unübersichtlich und ineffizient und ohne großen Mehrwert auf Sicht des Kunden. Und daher war für uns immer klar, dass ein
dass es eine Lösung braucht mit einer Plattform, dass man die Arbeit einmal macht und sie dann skalieren kann. Haben Sie denn jetzt schon intern tatsächlich die Arbeit gemacht und diese Daten entsprechend zusammengetragen oder steht das jetzt noch aus? Wir haben mit unserer eigenen Einheit haben wir das gemacht. Das sind ja seit etwa Mitte Februar, haben wir sämtliche Dokumente und Informationen hochgeladen, die der Baseline entsprechen. Das war ein bisschen Arbeit, auch weil ja Swift die Informationen verifiziert. Das war ein bisschen hin und her. Wir haben jetzt auch die Funktionalität, dass man Informationen kopieren kann vom einen Profil ins andere. Und wir werden dann jetzt in nächster Zeit dann auch weitere Einheiten ausrollen oder aufs Register aufladen, die mehrere Bankbeziehungen haben. Da geht es ja darum, dass kleine Einheiten mit einer Bank lohnt sich der Aufwand jetzt nicht unbedingt, aber bei Gesellschaften mit vielen Bankbeziehungen ist es natürlich dann ein Mehrwert. Aber wir sind auch dran, dass wir haben aktuell noch nicht das viel Feedback von Bankenseite, dass es in der Praxis wirklich funktioniert, so wie wir uns vorstellen. Da haben wir erst gestartet. Und es gibt ein paar Punkte, die aber die sowieso funktionieren. Das Thema Kommunikation, dass ich es nicht mehr per E-Mail machen muss. Das funktioniert sowieso, aber es gibt auch noch längerfristige Themen, wo wir uns da eine Erleichterung erhoffen. Thema Standardisierung, Baseline und so weiter. Lassen Sie uns darauf gerne nochmal später im Detail eingehen. Ich weiß, Sie haben ja auch noch eine Folie vorbereitet, auf der Sie nochmal detailliert zusammengefasst haben, warum Sie sich dann dazu entschieden haben, den Aufbau eines KYC-Registers zu unterstützen und was Sie sich davon erhoffen. Vielleicht wollen Sie uns das mal kurz zeigen. Genau. Wenn Sie mal zur nächsten Folie gehen, bitte. Hier sind auch die vier Kernelemente der Plattform. Zum einen bei der Collection ist jetzt für uns das zentrale Element, dass wir eine Lokation haben, eine Datenbank, wo wir all die Daten und Dokumente zentral gespeichert haben. Es ist die Wahrheit, jetzt sagen wir mal, das sind ja viele Quellen, die da dazu beitragen, von Handelsregisterauszügen über Passkopien und so weiter und so fort. Und das ist alles zentral verfügbar für die Leute, die das brauchen. Und das hilft uns auch, unseren eigenen Prozess zu strukturieren. Da sieht man mal, auf einer Seite oder zwei Seiten sieht man, was es überhaupt braucht, weil es ist nicht immer so klar, was es überhaupt braucht, um ein Konto zu öffnen oder eine Bankbeziehung zu unterhalten. Und das ist schon mal für uns intern sehr hilfreich, dass man so eine Baseline hat und sich an dieser orientieren kann. Dann als nächstes ist die Plattform als solches, wie ich schon erwähnt habe, auch als Kommunikationskanal dient. Heute geschieht ja viel über E-Mail und das ist ja nicht sehr sicher und in dem Thema auch problematisch, weil es ja um sensitive Daten geht. Und wenn wir nur schon die Dokumente über die Plattform an die Bank kommunizieren können und dann auch sehen, wer hat sie konsumiert, ist das ein enormer Mehrwert für uns und macht unser Leben einfacher. Und das dritte Element ist auch, dass Swift diese Daten verifiziert. Das ist eher eine Hoffnung, das haben wir jetzt noch nicht bulletproof hier bei uns, aber es ist die Hoffnung, dass die Banken auch mehr Vertrauen haben in diese Informationen, die wir über die Plattform bereitstellen, dass es weniger Nachfragen gibt und dass es auch den Prozess bei der Bank vereinfacht, dass sie sagt, das kommt vom Swift-Register und das hat eine gewisse Qualität, dass man auch Thema Aktualisierung der Daten, also wenn jetzt der Handelsregisterauszug da ist mit einem alten Datum, aber ist immer noch auf der Plattform, dass die Bank sagt, okay, ist immer noch aktuell und muss nicht extra nachfragen, ist der noch aktuell oder gibt es da schon eine aktuelle Version davon? Das ist eine Hoffnung und bei den Banken, da ist natürlich auch das langfristige Ziel muss es sein, dass man den ganzen KYC-Prozess standardisieren kann. Das ist ein schwieriges Thema, da glauben auch nicht alle daran, aber es ist schon wichtig, dass man jetzt mal einen Marktplay hat wie Swift, eine gewisse Größe hat und auch eine gewisse Marke macht, dass sich auch die Banken und auch die Regulatoren an etwas orientieren können, damit man das über die Jahre etwas glatt ziehen kann, sage ich mal. Und da ist Swift ist der einzige Anbieter, der eine Chance hat, was zu tun, weil es gibt das Register schon für die Banken, das funktioniert. Punkt 1 und Punkt 2 ist, die Banken müssen ja mit Swift zusammenarbeiten. Und es hat auch über 2000 Corporates, die das schon tun. Also das ist eigentlich eine gute Ausgangslage, dass man das dann hinkriegt mit so einem
Partner. Und auch für uns Corporates ist ja wichtig, dass es nicht diese Daten nicht einfach ein Fintech in die Cloud hochgeladen wird, sondern es ist ein renommierter Partner und die Daten sind da sicher versorgt. Haben Sie sich denn, Herr Schlepfer, wenn ich kurz einhaken darf, haben Sie sich denn andere Anbieter, die es ja auch in dem Bereich gibt, angeschaut oder vielleicht sogar auch mal schon damit begonnen, erste Tests mit anderen Anbietern zu machen? Nein, so weit sind wir nicht gegangen. Wir wussten, dass es da andere Anbieter gibt. Da wir aber jetzt auch in der Schweiz sehr aktiv in der Swift-Community sind, war es von uns von Anfang an klar, dass eigentlich Swift machen muss. Und daher haben wir auch gepusht in die Richtung, dass es Swift tut und sind auch aktiv geworden aus der Schweizer Swift-Gruppe raus, dass man das auf die Agenda hebt. Und das hat jetzt auch erfreulicherweise geklappt. Aber ich kann da nicht eins zu eins vergleichen, wie andere Plattformen aussehen. Das kann ich nicht abdecken. Wer ist neben Ihnen noch Teil der Gruppe von Corporates, die das Ganze jetzt entwickelt? Ja, da können wir zur nächsten Slide gehen, bitte. Das ist die Übersicht der Working Group. Es gibt eine Working Group und eine Engagement Group. Die Working Group, das sind wirklich die Banken und Corporates, die zusammen als erstes diese Baseline definiert haben. Die Ausgangslage war die Baseline des Banken-KYC-Registers. Und das haben wir dann in verschiedensten Meetings und Calls haben wir die Baseline dann adaptiert, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt für die Firmenkunden und die Cash-Management-Banken. Und da sehen Sie ja, da sind ja renommierte Namen drauf. Auch auf der Bankenseite decken wir da einen großen Teil des Marktes ab. Und wenn es uns gelingt, in dieser Gruppe einen Standard zu setzen, der hoffentlich so 70-80% der Anfragen abdeckt, dann haben wir da schon etwas Großes erreicht. Es wird ja klar sein, dass wir nie alle Informationen und Daten, die da global nachgefragt werden, abdecken können. Aber das ist auch nicht das primäre Ziel. Es geht darum, dass wir das Standard-Business sozusagen effizienter gestalten können und dann ist schon allen geholfen. Prima. An der Stelle würde ich gerne schon mal die erste TED-Frage einblenden und mir mal Ihre Einschätzung, also die Einschätzung der Zuhörer und Teilnehmer heute einholen. Wir haben gerade gehört, was sich Herr Schlepfer und was sich Wirth von der Nutzung eines KYC-Registers erhofft, was man damit verbindet. Ich würde Sie jetzt gerne fragen, was Sie sich von der Nutzung eines KYC-Registers erhoffen und die Frage sollte jetzt eingeblendet werden. Sie können dort mehrere Antwortoptionen auswählen. Die erste Option ist Prozessautomatisierung, also den KYC-Prozess zu automatisieren. Sie erhoffen sich eine Harmonisierung der Vorgaben zwischen den Banken, vielleicht sogar eine Standardisierung, mehr Transparenz im KYC-Prozess. Oder aber die elektronische Kommunikation mit den Banken, das klang auch schon an. Oder aber Sie wählen die fünfte Antwortoption, vielleicht ich sehe gar keine Vorteile. Herr Schlepfer, während die Teilnehmer hier abstimmen, nochmal die Frage an Sie. Sie hatten ja schon skizziert, welche Vorteile Sie sich davon erhoffen. Warum sind Sie sozusagen dann auch jemand gewesen, der sich mit jetzt in den Aufbau und in die Implementierung des Registers begeben hat? Sie hätten ja auch sagen können, wir warten mal ab, was die anderen Corporates für Arbeit leisten an der Stelle. Was erhoffen Sie sich vielleicht davon, zu den Ersten zu gehören? Ja, vielleicht ist das ein bisschen naiv, wenn man da First Mover ist. Ist natürlich Arbeit. Aber ich habe mal gesehen, es ist eine repetitive Arbeit, die keinen Mehrwert generiert auf Kundenseite. Und es gibt aber ein KYC-Register, was zwischen den Banken funktioniert. Und dann ist es ja naheliegend, dass man da mal nachfragt, und wieso gibt es das nicht für Firmenkunden? Also es war für mich sehr naheliegend, dass das irgendwie zusammengehört. Und ja, im Detail ist dann immer ein bisschen komplexer, als man das denkt. Aber ich bin da auf den Punkten, Prozessautomatisierung ist noch etwas schwierig, da ist auch das Thema API, haben wir auch schon aufgebracht, dass man halt interne Datenbanken da anbinden kann, damit es wirklich automatisch ist, ist jetzt noch nicht gerade im Fokus aktuell, aber sicher, dass man darüber spricht in dieser Gruppe, in dieser Working Group, hilft natürlich schon, dass man auch
den Banken helfen kann, diese Prozesse zu harmonisieren auf ihrer Seite, weil die Banken haben ja intern dieselben Kopfschmerzen wie die Kunden auch, weil die haben auch, sind in mehreren Ländern tätig, haben verschiedene Regulationen im Hintergrund, die verschiedene Anforderungen stellen, und da haben alle das gleiche Problem und man muss irgendwie da eine Lösung finden, die natürlich nicht so einfach ist. Das eine sind die internen Prozesse, das andere ist, dass die Marktgegebenheit zwischen den verschiedenen Parteien. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe, und die Transparenz und die Kommunikation, das kann man relativ einfach lösen, bin ich der Meinung. Das haben wir hier gesehen. 85% erhoffen sich davon tatsächlich die Harmonisierung der Vorgaben zwischen den Banken, auch was Sie sagten, was ja relativ schwierig ist. Herr Niemeyer, den Gedanken möchte ich gerne mal aufgreifen. Inwiefern kann denn Ihr Register zur Harmonisierung oder vielleicht sogar auch zur Standardisierung der KYC-Vorgaben zwischen den Banken beitragen? Ja, herzlichen Dank und auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite an die Teilnehmer des heutigen Webinars. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, für mich ist es eine Kombination aus der Transparenz, die hier im 35% angegeben ist, die auch gleichzeitig zu einer gewissen Harmonisierung führt. SWIFT als solches, der ein oder andere Teilnehmer in dem Webinar wird es aus der Historie wissen, ist 1973 tatsächlich gegründet worden, um genau eins zu erreichen, nämlich die Standardisierung innerhalb der Finanzindustrie, wenn es um den Austausch von elektronischen Nachrichten geht. Da kommen wir letztendlich her. Das ist der Grund, der Zweck, warum die Banken uns als Genossenschaft ins Leben gerufen haben. Das heißt, diesen Zweck verfolgen wir natürlich weiterhin und sehen uns dementsprechend auch gut positioniert, eben zusammen mit den Unternehmen und mit den Banken hier zu einem gewissen Grad der Standardisierung tatsächlich zu kommen. Ein zentrales Register, eine zentrale Plattform, wo man letztendlich auch die Anforderungen der einzelnen Banken nebeneinander legen kann und dann auch tatsächlich wahrnimmt, welche Banken in welchen Ländern fragen denn eigentlich zusätzlich zu dem definierten Standard nach welchen Informationen, hilft natürlich dann diese Informationen im Zweifelsfall auch zu bewerten und dementsprechend auch für dieses Land, für diese Anforderungen dann auch zu standardisieren. Also insofern sehe ich da durchaus eine Chance, die gegeben ist, auch besonders im Hinblick auf die Historie, wo wir letztendlich herkommen, was das KYC Registry angeht. Da können wir vielleicht direkt auf die nächste Folie springen. Wie sagt man so schön, ich habe da mal was vorbereitet. Tatsächlich nämlich den Zeitstrahl, wo wir letztendlich herkommen, wie sich die KYC Registry entwickelt hat. Und tatsächlich, Frau Bakos, Sie hatten es so schön, so possierlich gesagt, wir haben dann nachgezogen als SWIFT im Kontext KYC Registry. Naja, also eigentlich sind wir seit 2014 an der Thematik dran. Jonathan, du hast es auch schon erwähnt. Es gibt die KYC Registry fürs Correspondent Banking seit eben 2014. Seit diesem Zeitpunkt arbeiten wir an der Standardisierung von KYC-Anforderungen im Kontext Correspondent Banking und übertragen quasi jetzt dieses erfolgreiche Modell in den Kontext, in die Welt der Unternehmen als solches. Insofern bin ich da sehr positiv gestimmt, dass wir auch hier einen Grad der Standardisierung erreichen. Abschließend vielleicht zu Ihrer Frage, Jonathan, du hast es auch erwähnt, ein 100%-Standard globaler Natur im Kontext KYC, den sehe ich definitiv nicht, den sehe ich auch nicht in Reichweite, aber durchaus, wie im Correspondent Banking heute schon gesehen, 80-90% als Standardisierungslevel ist durchaus realistisch, auch im Kontext der Unternehmen. Und wenn wir das erreichen gemeinschaftlich, dann glaube ich, werden wir den Prozess und die Herausforderung, die KYC in sich birgt, massiv positiv gestalten. Kurze Anschlussfrage vielleicht, bevor es weitergeht mit der Präsentation. Diese 80-90%, die sind machbar dadurch, dass Sie sich mit den Banken und mit den Corporates gemeinsam an einen Tisch setzen, oder braucht man dafür auch schon die Regulatoren, die ja im Grunde genommen die Standards oder beziehungsweise die Vorgaben, noch nicht die Standards, aber die Vorgaben setzen? Grundsätzlich binden wir oder werden zukünftig auch die Regulatoren hier einbinden in unsere Diskussion. Es ist sicherlich hilfreich, die Regulatoren der relevanten Fokusländer zunächst anzusprechen und zu schauen, welche Anforderungen gibt es in den einzelnen Ländern, um diese dann auch möglichst nahtlos in der Plattform abzubilden. Tatsächlich der Level der Standardisierung, der 80-90%, den sehen wir durchaus in der reinen Kommunikation zwischen den Banken und den Unternehmen gegeben. Letztendlich sind ja Banken heute schon mit den Vorgaben konfrontiert, die ein Regulator für das jeweilige Land dementsprechend ausgestattet hat oder ausgesprochen hat.
Und die Banken sehen zu, wie sie sie dann letztendlich übersetzen in die eigenen Richtlinien. Und hier hilft es immens, wenn wir Banken und auch Unternehmen an einen Tisch bringen, sie miteinander quasi in einen Raum schließen und sie bitten miteinander, sich einfach zu unterhalten. Wie sind denn die Vorgaben in den einzelnen Ländern? Das haben wir letztendlich in der Arbeitsgruppe, die der Herr Stepfer hier vorgestellt hat, auch getan tatsächlich und haben einen Tag über gewisse Anforderungen im Kontext KYC uns detailliert auf Feldebene, wenn man so möchte, unterhalten. Und da haben wir tatsächlich auch Bewegungen gesehen, dass Banken wie beispielsweise eine Citi und JP Morgan, die ja durchaus in einem Territorium auch maßgeblich unterwegs sind, sich unterhalten haben und festgestellt haben, ja Moment, so die Informationen, die fragst du ab, aber ich frage die gar nicht ab. Wo kommt das denn letztendlich her? Ist das denn überhaupt so relevant, was du dann letztendlich hier nochmal dem Corporate abverlangst? Und eins hatten sie ja auch gesagt, wir ziehen hier alle an einem Strang, was das Thema KYC angeht. Eine Bank sieht das Thema KYC nicht als Produkt. Es ist also nichts, was die Kundenbeziehungen dramatisch vereinfacht. Und wenn wir über das Thema Customer Experience sprechen, dann ist der erste Aufschlag, was das Unternehmen letztendlich wahrnimmt, der KYC-Prozess im Zweifel. Und je einfacher der dementsprechend abzuhandeln ist, umso vorteilhafter ist das für alle Beteiligten. Und insofern sind alle hier auch offen und sprechen miteinander und sind bemüht, eine standardisierte Lösung zu finden. Jonathan, vielleicht kannst du auch ganz kurz da dein Feedback geben, wie du es wahrgenommen hast in London. Ja, wenn es ums Data geht, wird es immer schwierig, aber es war halt auch viel Unverständnis vorhanden von Seiten Firmenkunden gegenüber Banken, weil die Kunden hatten das Gefühl, sie werden da drangsaliert, schikaniert von den Banken, kommt teilweise auch so rüber, habe ich auch erfahren. Aber die Banken machen das ja auch nicht aus Spaß. Die sind auch irgendwie da zwischen Stuhl und Bank, sage ich mal. Die haben Bußen halten, die haben da null Fehlertoleranz sozusagen und müssen das jetzt durchdrücken und müssen das durchdrücken unter Druck und hatten keine Zeit, zuerst einen effizienten Prozess zu gestalten. Das ist dann immer manuell und die sind jetzt manuell gestartet und müssen jetzt aus dieser manuellen Phase rauskommen und diese Prozesse effizienter gestalten und automatisieren. Das muss auf beiden Seiten geschehen. Und das ist schon viel guter Wille da, aber die Banken, wie ich es schon erwähnt habe, die haben es auch nicht einfach intern. Und ja, ich habe die Gefahr, dass ich jemand zu nahe trete, aber es ist natürlich die Compliance-Thematik, die kommt aus der juristischen Ecke. Und da geht es um Risiken und da geht es nicht zuerst mal um effiziente Prozesse. Und da ist es auch intern nicht immer einfach. Sind auch da gewisse Widersprüche zwischen Firmenkunden, Bankern und Compliance-Abteilung zu erkennen. Prima, vielleicht zurück zur Zeit, zur Roadmap, weil wir ja sehen, dass da für dieses Jahr doch durchaus einige Schritte geplant sind. Herr Niemeyer, vielleicht können Sie uns da kurz die Eckdaten durchführen. Gerne. Also 2019 können wir an der Stelle ad acta legen, schließend mit dem positiven Highlights, dass wir letztendlich die KYC Registry als solches für die Firmenkunden verfügbar gemacht haben im Ende Dezember. Das heißt, tatsächlich können heute an SWIFT angeschlossene Unternehmensgruppen ihre einzelnen Legal Entities registrieren und dementsprechend die KYC-Profile für die jeweilige Entity mit Daten hinterlegen. Der Jonathan hat es gesagt, wir sehen hier ganz klar im Fokus die Entitäten, die mit unterschiedlichen Banken, mit mehreren Banken eine Geschäftsbeziehung pflegen, respektive eingehen wollen. Die sehen wir ganz klar als Fokusgruppe für das KYC Registry. Das heißt, das ist verfügbar, das ist up and running. Die erste Version des KYC-Standards im Kontext Unternehmensgruppen ist dementsprechend auf der KYC Registry verfügbar. Und natürlich geht es jetzt in 2020 darum, zum einen natürlich die KYC Registry bekannt zu machen für die jeweiligen Teilnehmer. Ich hatte ja gesagt, dass die KYC Registry im Correspondent Banking durchaus als Erfolg bezeichnet werden kann. Wir haben also Stand heute 5.500 Banken in über 200 Ländern, die KYC Registry als solche schon nutzen, eben im Kontext Correspondent Banking. Und nun geht es darum, letztendlich diesen Banken und auch dem Relationship Manager vor Ort bekannt zu geben und bekannt zu machen, dass dieses gleiche Tool, die gleiche Plattform, die heute schon innerhalb der Bank genutzt wird, dementsprechend auch für das Unternehmen oder für die Ansprache der Unternehmen genutzt werden kann. Woran wir natürlich weiterhin arbeiten, Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe, ist, dass bestimmte Features, bestimmte Funktionen ausgerollt werden. Jonathan hat es eben so erwähnt in seiner Einführung, Copy and Paste, dass man also einfacher Informationen von einer Legal Entity kopieren kann in die Stammdaten im Kontext KYC der anderen Legal Entity.
Und natürlich geht es darum, den Standard, den wir gesetzt haben, weiter zu verfeinern und eben hier auch konstant Austausch mit den Unternehmen und mit den Banken zu pflegen und zu schauen, wo können wir hier noch nachfallen, wo können wir hier noch nachschärfen im positiven Sinn, um letztendlich nicht zu viel Informationen seitens der Unternehmen abzufragen, aber natürlich trotzdem den notwendigen Qualitätsstandard für die Banken sicherzustellen, damit sie auch dieses KYC Registry für die Unternehmen gerne nutzen. Und natürlich dann auch dementsprechend effizient. Weil darum geht es letztendlich. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen dafür Sorge tragen, dass beide Parteien, sprich die Unternehmen wie auch die Banken, von eben den Daten, die hier gespeichert werden, dann profitieren. Und das funktioniert halt nur gemeinschaftlich. Und das ist genau der Fokus, den wir in 2020 haben. Wie auch von meiner Seite angesprochen, werden wir zum Ende Q3, Q4 des Jahres verstärkt mit den Regulatoren uns zusammensetzen, werden sie darüber unterrichten, was wir da heute im Kontext der KYC Registry im Unternehmensumfeld haben, weil auch hier die KYC Registry for Correspondent Banking, da haben wir natürlich mit Regulatoren gesprochen, da sind wir im regen Austausch mit der Wolfsburg Group beispielsweise und das Gleiche wollen wir hier auch erreichen für die KYC Registry for Corporates. Letztendlich ist es das gleiche Tool. Nur müssen wir natürlich auch den Regulatoren bekannt geben, dass es das jetzt Stand heute gibt, um letztendlich ihnen die Arbeit auch einfacher zu machen, weil letztendlich geht es ja nur darum, Informationen effizient auszutauschen und den Regulatoren die Sicherheit zu geben, dass man weiß, mit wem man hier letztendlich Geschäftsbeziehungen pflegt. Ein weiterer Punkt, der angesprochen worden ist, ist das Thema Automatisierung im Kontext API beispielsweise. Wir haben bewusst zunächst uns darauf fokussiert, die Plattform, wie sie heute da steht, zu nutzen, wieder zu verwenden, um mit dem Standard für Unternehmen anzureichern, um in einem weiteren Schritt das Thema Automatisierung via API anzugehen. Der erste Schritt für mich ganz klar, wir brauchen Unternehmen, die die KYC Registry nutzen. Wir brauchen die Akzeptanz seitens der Banken, was den Standard angeht. Es gibt unglaublich viele Dokumente, die hier ausgetauscht werden. Und natürlich sind die Unternehmen als solches auch noch nicht wirklich vom Start weg in der Lage, diese Informationen wie beispielsweise ein Org-Chart komplett digital via einer API zur Verfügung zu stellen. Im Wesentlichen gibt es hier noch gescannte Dokumente, die zunächst einmal hochgeladen werden, um grundsätzlich diesen Austausch, den zentralen Austausch via der Plattform zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz haben wir das auf der Roadmap und sprechen auch mit Software-Vendoren, die in dem Umfeld unterwegs sind, genauso wie mit lokalen Initiativen, wie beispielsweise den Nordic KYC Utility, um eine mögliche Anbindung eben auch der lokalen Einheiten hier zu prüfen, um letztendlich als Meta-Plattform zu fungieren und sämtliche Quellen, was KYC angeht, hier zu zentralisieren. Herr Niemeyer, wenn ich da kurz eingreifen darf und die zweite TED-Frage an die Zuhörer stellen darf. Und zwar möchte ich gerne von Ihnen mal wissen, ob Sie Stand heute schon ein KYC-Register nutzen. Die Frage sollte jetzt eingeblendet werden. Und Sie haben da jetzt an der Stelle natürlich nur eine Antwortoption. Sie können ankreuzen, ja, ich nutze ein KYC-Register. Ich nutze es noch nicht, aber es ist geplant. Und die letzte oder dritte Antwortmöglichkeit wäre nein und es ist derzeit auch nicht geplant. Während die Teilnehmer abstimmen, Herr Niemeyer, Sie haben erwähnt, wie viele wie viele Banken tatsächlich heute schon dabei sind auf ihrer Plattform, dadurch, dass es ja aus dem Korrespondenzbankgeschäft kommt. Wie viele Corporates sind denn bei Ihnen tatsächlich schon drauf und wer kann überhaupt Stand jetzt schon Mitglied werden? Fangen wir zunächst mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an. Tatsächlich, die KYC-Plattform nutzen, Stand heute können Unternehmen, die eine Geschäftsbeziehung mit SWIFT pflegen, sprich eine Unternehmensgruppe, die heute über ein SWIFT-BIC verfügt. Im Regelfall ist es ja so, dass ein Unternehmen tatsächlich einen BIC zentral nutzt oder eine begrenzte Anzahl von BICs, um ihre Cash-Management- und Treasury-Operations über den SWIFT-Kanal abzuwickeln. Diese Unternehmensgruppen sind Stand heute in der Lage, den Zugang zu dem KYC Registry einzufordern und dann dementsprechend auch ihre legalen Einheiten, die jetzt nicht einen eigenen BIC tragen, aber zur Unternehmensgruppe gehören, auf der Plattform zu registrieren. Wenn wir die TED-Frage gleich besprochen haben, dann haben wir da noch eine Slide, die letztendlich auch den aktuellen Status des Registries darstellt und auch die Anzahl der Unternehmensgruppen, die wir heute auf der Plattform haben. Aber vielleicht gehen wir zunächst auf die
auf das Resultat der TED-Frage ein. Die wurde ja gerade dankenswerterweise wurde eingeblendet. Wir hören, dass erst 3% im KYC-Register tatsächlich nutzen, was vielleicht angesichts dessen, was wir eingangs auch über den Erfolg privater Initiativen und den Status Ihres Registers sozusagen gehört haben, auch weniger verwundert. Es haben aber auch nur in Anführungsstrichen ein knappes Drittel geplant und 59% plant es derzeit noch nicht. Es scheint so, dass Sie da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, oder? Ich gehe mal ganz klar davon aus, dass für die 60% einfach noch nicht deutlich war, dass es hier etwas von SWIFT gibt. Und mittlerweile würde sich vielleicht dann diese Antwort auch ein wenig anders darstellen. Nein, Spaß beiseite, aber grundsätzlich ist das Thema KYC und auch die Initiativen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, waren wenig erfolgreich oder zu einem gewissen Grad. Ja, das ist dem Umstand aus meiner Sicht geschuldet, dass wir hier im Regelfall über kommerzielle Angebote sprechen, die im Zweifelsfall dann auch nicht das Durchhaltevermögen hatten, um letztendlich eine zentrale Plattform und den Standard dementsprechend auch zu schaffen, der notwendig ist, um letztendlich so ein KYC-Registry tatsächlich flugfähig zu machen. Wir haben da Initiativen gesehen, ich glaube, das darf man hier auch erwähnen, wie Bloomberg beispielsweise mit Entity Exchange, die auch sehr aktiv gerade im US-amerikanischen Markt unterwegs waren und dann relativ kurzfristig den Stecker des Projektes gezogen haben, als dass sich darstellte, dass dieser Prozess doch relativ lange in Anspruch nehmen wird, um letztendlich den notwendigen Grad an Standardisierung zu erreichen. Wenn wir uns andere Initiativen anschauen, gerade im Kontext Blockchain und Fintechs, die im Startup-Umfeld unterwegs sind, hier haben wir natürlich die Herausforderung, wie generiere ich den notwendigen Reach und letztendlich auch dann die Reichweite, um die Banken anzusprechen, die hier notwendig sind, um letztendlich einen Erfolg zu vermelden. Und da sehe ich SWIFT letztendlich anders positioniert. Wir sind eine Genossenschaft, das heißt, klar ist, dass wir mit der KYC Registry keine kommerziellen Aspekte verfolgen, letztendlich eine Kostendeckung im Sinne der genossenschaftlichen Struktur, das sicherlich. Wir sind gegründet worden von den Banken, um genau solche Probleme letztendlich zu lösen. Und Standardisierung ist unser Kerngeschäft seit der Gründung. Und insofern sehe ich uns da anders positioniert als die bisherigen Initiativen. Dann vielleicht tatsächlich, weil Sie das Thema Preismodell jetzt gerade schon kurz ansprachen, vielleicht ziehen wir das ganz kurz an der Stelle schon vor. Das Preismodell bei Ihnen sieht ja vor, wenn ich da noch recht informiert bin, dass die Banken für die Abrufe der Profile bezahlen, die die Corporates angelegt haben und der Basisservice für Corporates kostenlos ist. Ist das soweit richtig und wird das so auch akzeptiert von allen Teilnehmern? Absolut. Also Jonathan, da kannst du im Zweifelsfall mich korrigieren, wenn du es anders siehst. Ich gehe davon aus, ihr hättet gerne auch dafür bezahlt als Wirt-Gruppe. Nein, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die Nutzung, die Contribution, sprich die Einlieferung von KYC-Daten auf die Plattform kostenfrei vonstatten geht. Da haben wir tatsächlich eine Diskussion darüber geführt, eben genau aus dem Kontext heraus genossenschaftliche Struktur. Jeder soll ja letztendlich, der von einer Lösung profitiert, dann im Zweifelsfall auch hier sich monetär beteiligen können. Letztendlich haben wir aber ganz klar dann das Modell, was wir heute im Correspondent Banking auch sehen, was auch erfolgreich dementsprechend funktioniert, adaptiert. Die Partei, die letztendlich KYC-Profile hier abruft, ist diejenige, die letztendlich auch für die KYC-Profile zahlt. Sprich, da können wir auch offen an der Stelle sein, ohne Frage. Eine Bank im Zweifelsfall abhängig davon, wie stark sie SWIFT und das KYC-Registry nutzt, zahlt für den Abruf eines KYC-Profils und das dementsprechend für den Zeitraum von einem Jahr 80 Euro pro Legal Entity. Und wenn man sich anschaut, wie heute der Prozess bei einer Bank ausschaut, wie hoch der Aufwand ist, um letztendlich die Informationen, die relevant sind für den KYC-Prozess seitens des Corporates einzufordern, mit der Kommunikation über E-Mail, Fax etc., dann ist das sicherlich ein Price-Tag, der ja auch im Bereich Correspondent Banking völlig akzeptabel erscheint. Wird das, Herr Schlepfer, die Frage an Sie weitergegeben, wird das von den Banken akzeptiert? Ich denke mal, Sie haben da auf jeden Fall nichts gegen einzuwenden, dass Sie es kostenlos nutzen können, aber sorgt das dafür, dass die Akzeptanz bei den Banken dann da ist, tatsächlich auch über diesen Weg den KYC-Prozess mit Ihnen zu betreiben? Ich kann es noch nicht wirklich beurteilen. Bis jetzt habe ich noch kein negatives Feedback gehört, aber wir haben auch erst gestartet mit dem Live-Testing und ich habe schon einige Banken berechtigt auf unser Profil. Das hat funktioniert. Es ist die Frage, wie es in die Masse geht, aber ich denke auch, dass da reden wir über Beträge, die sind
sage ich mal, die Aufwände, die da auf beiden Seiten sind, in Stunden und dann auch in der Repetition oder im Update dieser KYC-Profile, das geht dann viel, viel einfacher von der Hand, wenn es auf dem Profil ist. Und klar, die Bank hat Interesse, dass möglichst viele Entities, Legal Entities eines Kunden da drauf sind, damit sie mit diesem Kanal möglichst viel von ihrem Prozess abdecken können. Wenn natürlich nur ein paar wenige sind, dann macht es für die Bank nicht so viel Spaß. Aber wir wären auch ready gewesen, da was zu zahlen, weil es schlussendlich bringt uns ja auch sehr viel. Jetzt werden nochmal Begehrlichkeiten geweckt. Herr Niemeyer, dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze denn in der Praxis dann aussieht und funktioniert. Da haben Sie uns ja auch noch ein paar Folien beziehungsweise auch noch ein Video mitgebracht. Korrekt. Jetzt haben wir bis dato über die Theorie gesprochen, theoretischer Natur zumindest, dass der Herr Schläpfer ein wenig darüber berichtet hat, wie so die Erfahrung und letztendlich auch die Erwartungshaltung ist. Tatsächlich haben wir mal ein Video vorbereitet, um letztendlich die KYC Registry, die Plattform und wirklich den End-zu-Ende-Prozess einmal zu visualisieren. Und das würde ich natürlich dann dementsprechend gerne vorstellen. Schauen wir mal auf die nächste Slide, respektive das Video. So, der erste Schritt letztendlich ist der Teilbereich der User-Administration auf der KYC Registry. Das heißt, der Herr Schläpfer hat es auch erwähnt, es gibt natürlich die Möglichkeit, zentral oder dezentral sich hier aufzustellen für die Legal Entities. Wir haben also auf der KYC Registry unterschiedliche Profile, die dementsprechend zu hinterlegen sind. Und so kann man einen Prozess für die Legal Entities tatsächlich dezentral, komplett dezentral gestalten, dass also die Legal Entity die jeweiligen Berechtigungen hat, KYC-relevante Daten für die Entity hochzuladen. Es ist immer auf Basis der Entity zu sehen. Oder aber man hat hier einen Mix, das heißt, bestimmte Informationen werden seitens der lokalen Einheit hochgeladen, eben die hier auch vor Ort verfügbar sind. Und bestimmte Informationen, die gruppenübergreifend letztendlich zur Verfügung gestellt werden, die können dann von dem Group Head im Zweifelsfall, vom Head Office dementsprechend zur Verfügung gestellt werden. Oder man hat direkt einen komplett zentralen Approach. Wir haben in der Welt der Corporates bis dato alles gesehen, von komplett dezentral über den Mix, über einen zentralen, komplett zentralen Approach. Da muss man sich natürlich auch als Unternehmen im Zweifelsfall anschauen, wie es letztendlich in der Praxis umzusetzen ist. Wir haben genauso gut von DAX-Konzernen gehört, ja, wir können das gar nicht zentral abhandeln, weil wir einfach zu viele Legal Entities haben, aber genau das reflektieren wir letztendlich auch mit der User-Berechtigungskonzept auf der KYC Registry. Grundvoraussetzung ist letztendlich, dass man hier als User über ein Swift.com-Profil verfügt und das beinhaltet dementsprechend Stand heute zumindest auch, dass man in irgendeiner Form mit Swift bereits eine geschäftliche Beziehung pflegen muss, zumindest mal auf der Gruppenebene. Der erste Schritt, der dann folgt, ist letztendlich die Anlage respektive die Registrierung der jeweiligen Legal Entities seitens der Gruppe. Dafür begeben wir uns dann auf die Corporate-Seite und sind ein Submitter. Und wenn wir das Video jetzt weiter spielen, dann sehen wir letztendlich auch, wie der Prozess vonstatten geht, eben die erste Legal Entity dann dementsprechend zu registrieren. Das heißt, so sieht die Plattform tatsächlich aus. Man ist letztendlich als Corporate Submitter jetzt hier für das Unternehmen unterwegs. Unter My Entities hat man letztendlich die Möglichkeit, dann eine Entity, eine Legal Entity zu hinterlegen und füllt zunächst einmal eine sogenannte ID-Card aus. Die ID-Card ermöglicht es letztendlich uns als Swift festzustellen, gibt es denn diese Legal Entity als solches in der Form, wie sie hier dargestellt ist. Grundsätzlich ist die Anlage einer Entity immer in einem Vier-Augen-Prinzip zu bewerkstelligen. Insofern haben wir hier natürlich schon auf der Unternehmensseite dementsprechend die Struktur hinterlegt, um sicherzustellen, dass die Informationen hier sinnhaft ist, die hinterlegt werden. Die ID ermächtigt dann letztendlich auch eine Bank, die jeweilige Entity auf der Plattform eindeutig zu identifizieren, um letztendlich auch sicherzustellen, das ist auch tatsächlich die Entität, die ich hier abfragen möchte, die für mich jetzt relevant ist für die Abfrage des KYC-Profils. Jetzt haben wir hier an der Stelle geswitcht. Wir haben gewechselt zu dem Corporate Administrator. Ich sagte bereits, es ist ein Vier-Augen-Prinzip für die Anlage von Legal Entities. Und genau das sieht man letztendlich hier. Corporate on KYC ist jetzt als Entity seitens des Administrators approved worden. Wir als Swift haben drüber geschaut, gibt es die Entity als solches, macht das Sinn? Können wir das nachvollziehen? Ja, haben wir. Dementsprechend ist die Entity registriert auf der Plattform verfügbar. Eben genau für den nächstfolgenden Schritt, nämlich dann
das, was der Schlepfer in den letzten Monaten, Wochen tagtäglich existiert hat, nämlich dann Contribution from Data, sprich das Einfüllen der Informationen in das KYC-Profile. Und dafür bewegen wir uns wieder in den Bereich des Submitters, rufen letztendlich das Profil der Entity aus oder auf, die wir jetzt hier mit KYC-Informationen füttern wollen. Sie sehen hier, es gibt bestimmte Informationen, Information of Customer, dann haben wir die Ownership Structure, die letztendlich in unterschiedlichen Modulen aufgeteilt sind. Wir haben also dementsprechend hier die Möglichkeit, auch diese Folder, die wir hier sehen, Step-by-Step einzufüllen, respektive mit Informationen zu hinterlegen. Sämtliche Informationen, die hier mit einem roten Asterisk hinterlegt sind, sind Pflichtinformationen, die hier zu hinterlegen sind. Es gibt aber natürlich abhängig von dem Profil der einzelnen Entität auch bestimmte Informationen, die man hier als Corporate gar nicht beibringen kann. Im Standard sind sie quasi definiert, aber es gibt in den meisten Feldern auch die Möglichkeit zu sagen, das ist für mich nicht applicable und dann mit einer Justification den Banken, die letztendlich einen Zugriff auf das KYC-Profil bekommen, darüber in Kenntnis zu setzen, warum man letztendlich diese Informationen nicht einfüllt. Was wir jetzt gerade hier sehen, ist letztendlich die Upload-Funktionalität für zusätzliche Dokumente, die letztendlich die Informationen, die man hier in standardisierter Form letztendlich eingetippert hat in dem Tool, dann zu verifizieren, dementsprechend zu bestätigen. An der Stelle nochmal interessant, natürlich haben gewisse Dokumente auch ein Expiry-Date, das haben wir gerade ebenfalls auch gesehen. Und dementsprechend gibt es ein proaktives Benachrichtigungskonzept seitens Swift. Wenn also ein Dokument hier auf der Plattform ausläuft, dann informieren wir letztendlich das Unternehmen über diesen Sachstand und bitten hier um ein Update der jeweiligen Informationen, die hier hinterlegt sind. Das machen wir grundsätzlich auch einmal im Jahr. Das heißt, Jonathan, ja, einmal im Jahr bitten wir dich dann, die Informationen für die Würz dann dementsprechend zu bestätigen, dass sie noch aktuell sind. Und wenn ein Dokument, welches du hochgeladen hast, dann ausläuft, dann wecken wir dich auch auf und klopfen an und fragen nochmal kurz nach. Gut, der nächste Schritt dann letztendlich ist, dass eine Bank letztendlich die Entität auf der KYC-Plattform anfragt. Ganz wichtig an der Stelle ist bei der KYC-Registry, das Unternehmen ist der Owner, ist der Herrscher über die eigenen Daten. Das heißt, eine Bank kann lediglich über die KYC-Registry die Entität, die hier relevant ist für das Onboarding oder für den KYC-Prozess, identifizieren. Das ist genau die ID-Card, die wir ganz am Anfang für die Registrierung gesehen haben. Es gibt einen High-Level, einen kurzen Überblick, welche Form oder welche Art von Informationen im Kontext KYC hinterlegt worden sind, aber wie gesagt nur als Übersicht. Und es ist jetzt an der Bank dementsprechend den Access Request zu starten und dann über die Plattform das Unternehmen anzufragen, bitte stell mir deine KYC-Daten zur Verfügung. Und hier haben wir zwei unterschiedliche Ausprägungsstufen, einmal den Basic Access und Extended, je nach Risikoprofile der Bank und in welchem Land man im Zweifelsfall unterwegs ist, gibt es hier zwei unterschiedliche Arten des Standards. Extended ist dann dementsprechend noch etwas umfangreicher, wenn man sich zum Beispiel anschaut, der Threshold im Ultimate Beneficial Owner Umfeld ist normalerweise 25%. Die Extended Baseline beinhaltet auch den Threshold von 10%. Das wäre jetzt ein Beispiel für den Unterschied der Basic und der Extended Baseline. Der nächste Schritt, Kann der ich dann hier ganz folgt. Kurz, bevor ja, Sie mit bitte. Schritt 4 vielleicht weitermachen, ganz kurz nochmal die Erinnerung. Wir haben noch so gut 5 Minuten und ich möchte auch die Teilnehmer nochmal einladen, wenn sie Fragen haben. Stellen Sie uns die gerne über das Fragefenster, dann würde ich die noch entsprechend aufgreifen. Ja, vielen Dank für den Reminder. Absolut richtig. Step 4 und 5, das sind letztendlich die beiden finalen Schritte, um dann seitens des Corporates den Access Request stattzugeben, sprich der Bank dann dementsprechend Zugriff auf die KYC-relevanten Informationen zu gewähren. Wie gesagt, das Ganze gilt für zunächst ein Jahr. Die Bank aktiviert dann letztendlich auch diesen Access über die Plattform und bekommt damit dann auch dann tatsächlich dieses Profil in Rechnung gestellt für eben den Zeitraum des Zugriffs. Und letztendlich gilt das dann natürlich so lange, bis das Unternehmen dann dementsprechend sagt, jetzt ist die Relevanz nicht mehr gegeben, wir haben keine Business Relation mehr. Und man kann natürlich jederzeit auch diesen Access wieder entziehen.
Und damit sind wir quasi auch in dem Prozess wirklich am Ende angekommen. Das heißt, wir haben den Workflow komplett einmal durchgearbeitet, von der User-Administration über die Anlage einer Entity, über das Hinterlegen von KYC-relevanten Informationen bis eben zum tatsächlichen Austausch über die Plattform, nämlich dann die Schaffung der KYC-Relation zwischen dem Unternehmen und der Bank und dem Zugriff der Bank auf die KYC-relevanten Informationen. Prima, vielen Dank. Dann haben wir das jetzt mal gesehen, wie das sozusagen auch in der Praxis funktioniert. Herr Schlepfer, ich würde da Sie dann gerne nochmal an Bord holen und vielleicht Sie nochmal fragen, wie dann Ihre ersten Erfahrungen jetzt tatsächlich mit dem Befüllen des Registers, mit den ersten Testtransaktionen mit den Banken schon liefen. Was können Sie uns da noch zu berichten? Das Befüllen ist relativ einfach. Sie haben es ja gesehen, die Benutzeroberfläche ist selbsterklärend weitestgehend. Wir hatten jetzt am meisten Probleme halt mit unserer speziellen Eigentümerstruktur, die jetzt nicht so einfach zu klären ist. Die ist da dokumentiert, aber da gab es dann schon noch ein bisschen hin und her. Das gibt es auch immer bei den Banken. Und die Hoffnung ist halt, dass wir es einmal mit SWIFT machen, dass es bei den Banken dann einfacher läuft. Es ist schon eine Investition am Anfang, es ist Aufwand, aber da ja es geht ja um langjährige Geschäftsbeziehungen und wenn es dann jährlich, wie man jährlich davon profitieren kann, dass es einfacher ist und all diese Bestätigungen, die da übers Jahr reinkommen, unstrukturiert, wie man die wegkriegt, dann ist es natürlich schon eine gute Sache. Ich kann noch nicht sagen, dass eine Bank jetzt einen vollen KYC-Update gemacht hat mit uns übers Register. Das ist noch zu früh, das kann ich jetzt noch nicht in die Runde rufen, aber wir sind zuversichtlich. Wie viele Banken haben Sie bei Würth, mit denen Sie diese Gespräche jetzt führen auch? Ja, also wir haben ja, so gegen die 20 Kernbanken und da ist jetzt unsere Strategie, dass wenn die anklopfen, dann sagen wir ja, neue Ausweiskopie vom Beneficial Owner, sagen, ja, geht ins Register, da gibt die, das funktioniert gut, das ist die Strategie, dass man es jetzt so in den Markt drückt, wenn die Anfragen kommen, weil glücklicherweise haben ja nicht alle Anfragen auf einmal her. Sonst wäre Land unter. Und wir haben natürlich auch sehr viele Lokalbankbeziehungen. Und da wird es dann spannend, wie es da geht. Aber da haben wir jetzt auch noch diese Entities, die sind auch nicht ja, im Register drin. Das müssen wir auch noch ausrollen. Da gibt es schon noch Arbeit zu tun. Können Sie, Stichwort Arbeit, können Sie die Arbeit quantifizieren, die Sie damit jetzt haben? Und im zweiten Schritt vielleicht auch die Entlastung quantifizieren, die Sie sich davon jetzt erhoffen? Ja, wir haben da mal eine Studie mitgemacht mit Zwift. Ich weiß die Daten nicht mehr auswendig. Ich tue mir schwer, da eine Zahl zu nennen, weil es auch die Kunden jetzt abgestimmt haben, die noch nicht interessiert sind an einem Register. Man ist sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, welche Aufwände es gibt dezentral in einer Gruppe, wie viele Leute sich um solche Anfragen kümmern, wie vielen Stellen solche E-Mails, Anfragen weitergeleitet werden, wo jemand ein E-Mail kriegt und nicht weiß, was tun damit, wohin soll ich es überhaupt weiterleiten. Das kriegt man aus keinem Controlling-Report raus. Das sind schon viele, viele Themen, die da auflaufen. Und bei uns ist einfach so, jetzt mal, es rechnet sich schon alleine für und die Würth Finance. Wir haben so viele Banken, es ist immer das Gleiche grundsätzlich. Ich habe dann strukturierte Ablage, das ist mir schon wert. Und jetzt schauen wir, dass wir das rausholen in den Markt, damit auch die Anfragen da weniger werden und es weniger Nachfragen gibt und auch die Kadenz reduziert werden kann, indem man sich damit beschäftigt. Und wenn es einmal hier updaten muss, ist es ja schon cool, weil jetzt sind wir auch immer dran. Es ist gerade tatsächlich eine Frage reingekommen, die ich Ihnen kurz vorlesen möchte. Mit Blick auf die Uhr würde ich um eine kurze Antwort bitten. Müssen sofort alle Legal Entities eines Corporates angelegt werden oder geht das auch nach und nach? Kurz, nach und nach. Perfekt, das ist eine eindeutige kurze Antwort. Mich haben bislang keine weiteren Fragen jetzt hier erreicht und wie gesagt, mit Blick auf die Uhr würde ich dann auch an der Stelle sagen, falls weitere Fragen reinkommen, beantworten wir beziehungsweise mit Sicherheit SWIFT diese Fragen sehr gerne auch im Nachgang. Wir würden die dann entsprechend weiterleiten und ja, wir freuen uns auf jeden Fall,
dass Sie zugehört haben, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank natürlich insbesondere an die beiden Referenten, an Herrn Niemeyer, an Herrn Schlepfer für die spannenden Einblicke. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen mehr davon erfahren, wie das Ganze denn in der Praxis funktionieren soll und wie es derzeit aussieht. Vielen Dank für Ihren Vortrag und für Sie gleich hier geht es in 10 Minuten weiter mit dem nächsten Vortragsslot zur Neuordnung des Cash-Managements bei Marquardt und Spaals. Dafür wählen Sie sich bitte mit den Ihnen zugesandten Einwahldaten in den nächsten Webinarraum ein. Vielen Dank an der Stelle und bis dahin. Tschüss.